und willkommen zurück live bei Horizon Zero Dawn. Was haben wir jetzt eigentlich als erstes gemacht? Wir sind im Kaja-Gebiet neu und es wundert mich ein bisschen, dass wir hier direkt einen Dschungelanfang scheinbar haben. Prinzipiell haben wir einen einfachen Auftrag, und zwar die Stadt der Sonne begib dich nach Meridian. Okay, dann würde ich da wohl nicht wissen. Aber wie so ein richtiger Idiot da noch hinlaufen, was macht er? Das mache ich nicht. Ich hole mir hier hinten ein Reittier. Und dann werde ich da hinreiten. Ich bin gespannt, was wir in Meridian erwarten. Prinzipiell sollen wir den, wie ist er nochmal, Olis? Ich weiß ja, hoffentlich weiß die Aloy noch genau, wie der hieß. Sollen wir ihn ja suchen. Komm, sind die jetzt auf einmal alle hellhörig geworden? Ich lock ihn mal mit einem Stein an. Komm, komm. Naja, suchen wir den jedenfalls in Meridian. Der sollte ja hingegangen sein. Und hoffentlich hat er Antworten. Der 500er kriegst du dann nachher. Oh. Welchen 500er? Ach so! Jetzt verstehe ich den erst. Da stand ich gerade auf der Leiter. Oh, das ist aber gut dunkel jetzt. Obwohl unser Auto hier so krasse Leuchten hat. Oh, hätte ich hier nicht. Oh, das ist schon Meridian. Sind wir da? Oder ist das doch noch nicht Meridian? Ja, was fährt der denn gegen die Wand? Wenn das die Versicherung mitkriegt. Ja. Ich will das richtig bei Nacht bestaunen, aber das ist so dunkel. Da hinten sieht man jedenfalls die Berge. Das Nora-Gebiet, wo wir herkamen. Ah, da ist Meridian. Okay, bleiben wir jetzt einfach stehen. Scheinbar bleiben wir jetzt einfach stehen, wenn der keinen Bock mehr hat. Dann bleib ich halt stehen. Ich steig mal ab. Das ist zu dunkel, wenn ich auf dem Breitkopf bleibe. Das ist Meridian. Boah. Sieht nach einer großen Stadt auf jeden Fall. Einige Wasserfälle hat das Teil. Zum Glück haben die da ein frisches Wasser oben, nicht wahr? Was haben wir hier? Bevor wir in eine Stadt gehen, weil das ist ja die, wenn ich mich nicht recht entsinne, die Kaja-Hauptstadt, die von dem Awad, dem neuen Sonnenkönig. Wir wissen nicht, ob wir da als Nora unbedingt willkommen sind. Offiziell ja, aber gleichzeitig. Gute Brücke haben sie gebaut. Das ist ja Ekel. Warum Ekel? Was? Gib mal, oder meinst du, dass Alex mir Liebe gibt? Das ist doch wunderschön. Mhm, so sieht es aus. Hoffentlich ist das keine Anspielung auf mich. Da unten sieht man halt das weitläufige Kaja-Land. Ich muss sagen, seitdem wir den Pass passiert haben, haben wir hier auf jeden Fall harte Gegner entdeckt. Ich bin gespannt, was wir hier sonst noch im Kaja-Land finden werden. Vor allem hoffentlich Antworten. Ich weiß auch nicht, was du machst, was da, woher kennst du das vielleicht, Alex? Hast du dich rumgetrieben und neue Sachen gelernt? Ist ja richtig abenteuerlich, die du mit mir ausprobieren willst. Ist ja Wahnsinn. So, warte mal kurz, was gibt's denn hier? Das ist halt prinzipiell nach wie vor ein riesen Eingang einfach in die Stadt, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob es hier irgendwo was gibt. Ne, es ist einfach nur ein Wasserfall scheinbar. Und eine schöne... Okay, komm, diese Stelle, die ist auch prädestiniert, um hier irgendwann mal ein Gespräch mit jemandem zu haben. Außerhalb der Stadt. Die Stadt macht... Was? Die macht Pipi-Bar. Die Stadt, die finde ich beeindruckend. Und ich frage mich wirklich, ob die Kaja die selber gebaut haben. Ich werde den Gaul jetzt mal stehen lassen. Der macht das mit... Sei froh, dass du einen festen Job hast, Alter. Deine Entdeckung. Ich bin mir gespannt. Muss ich draufklicken, kann ich mir später erst angucken. Direkt geht's hier weiter mit dem Vandalismus. Meridian Dorf? Ach, das führt da runter. Da haben sie hier wahrscheinlich, wer weiß, ob das unten ist, so eine kleinere
Siedlung außerhalb von der Stadt. Erinnere mich gerade an Novigrad in Witcher 3, welche natürlich auch verschiedene Bereiche hat. Und da haben wir noch ein Schweinchen. Können wir die eigentlich umbringen, oder? Ich nehme mal an, nein. Gucken mal, wo es hier sonst so lang geht. Lichtenmarkt. Da kann man sich abseilen. Oh! Alter, tief runter. Ne, wir gehen nach Meridian rein. Erstmal speichern wir hier aber an dem, oh. Da geht's. Oh, wow. Sieht das da oben? Kann ich das von hier aus scannen? Da oben muss man kommt man irgendwie bestimmt hin. Da müsst ihr mich dran erinnern, an diesen Punkt irgendwann mal hochzuklettern. Da kann man nämlich irgendwas scannen. Da sehe ich was blau schimmern. Ich komme da momentan, glaube ich, nicht hin. Von hier unten. Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Mama, danke für das Erz. Korrekt von dir, danke. So. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal citizens. How long do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? I thought Meridian was open to all, Karja. What happened to Ursa has nothing to do with us. Wer ist Ursa? Irgendwas ist so mit einer Person Ursa passiert, weswegen die Stadt wahrscheinlich abgeriegelt wurde. Jedenfalls beschwert sich hier der Pulk, nicht wahr? Langsam aber sicher steigert er sich, nicht wahr? If I don't get my goods to buyers soon, they'll cancel the contracts. Oh, das ist heftig. Da musst du Regress fordern. Oh, mit den Typen in der Riesenrüstung kann ich aber nicht sprechen. Lass die mich durch. Warte, ich speichere hier. Warum haben die hier zwei Lagerfeuer direkt nebeneinander? Das ist merkwürdig. Nämlich nur bei dir einkaufen und zwei Befehle für sich freischalten. Ich bin nicht käuflich, Leute. Jedenfalls nicht für geringe Beträge. Ja. Sprechen wir aber mit dem Händler. Also sag mal, die Händler dürfen nicht rein, aber also vielleicht dürfen die Händler nur nicht rein. Mich haben sie jedenfalls nicht aufgehalten. Irgendwie gucken, ob sie was Interessantes haben. Ach ja, übrigens, ich habe rausgefunden. Seht da diese, die Seilwerfer. Das sind scheinbar, Seilwerfer. Damit kann man fliegende Tiere jedenfalls an den Boden festbinden und bewegungsunfähig machen. Und ich habe mich gewundert, warum ich hier so schwer gegen diese fliegenden Monster hatte. Ja. Lektion gelernt. Alles in Ordnung. Und diese Schleuder ist scheinbar auch ebenfalls sehr zu empfehlen, weil man damit Bomben auf Feinde abwerfen kann, welche extrem viel von deren Rüstung runterhaut. Tripcaster, den kennen wir schon. Und dann haben wir hier noch eine Shotgun mäßig. Wobei, Schattenschleuder... Bin ich hundertprozentig sicher, was der Unterschied zwischen der Schattenschleuder und dem Dings hier war. Was haben wir bloß aus Max gemacht? Er ist nur ein Profi-Streamer, ganz genau. Ich war immer schon Profi. Ich wurde nur nicht dafür anerkannt. Ha! Steinpaket. Ne, erstmal kaufen wir uns mal die Gratisprobe. Karte, Metallblumen. Mal ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mir das von Anfang an kaufen sollen. Jetzt ist es ein bisschen spät, oder nicht? So, rein jetzt in die Stadt. Waffen können wir später kaufen. I love this bit. Was machen die alle mit ihren... Wir reden Stabwaffen. Tor verlassen, Meridian Tor. Ah, Olin! So ist Erend, that other Outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Genau. Der Erend, der war ja ziemlich cool. Der Olin war nicht so cool. Der hatte uns gescannt. Da ist dann sein Fokus angesprungen. Und daraufhin wurden wir angegriffen. Also Olin müssen wir treffen. Was ist denn das hier? Ist das ein Fahrstuhl? Ich kann es scheinbar nicht benutzen. Naja, das erinnert mich so ein bisschen näher vom Dwemer-Design in Skyrim. Aber nur ganz leicht. Warte, da hinten, da war es zum Looten. Ja, das war ein Fehler, ich als treuester Subscriber ever. Vielleicht muss ich da eventuell mal ein passendes
passende Rangliste machen, damit ihr euch streiten könnt. Nee, Quatsch. Meridian. Werde ich dir ewig vorhalten. Das war, ich meine, er war dann einfach schnell da, ne? Guck mal, was der Shinnu dafür Esse aus den Ärmel zieht, Priest. Guck mal, was der aus einfach hervorhebt. Oh! Wer? Achso. Nicht wörtlich auf den Punkt? Ich muss dann weiterkommen? Ja, scheinbar. Guten Tag. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Nur was? Ursa. You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha. Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Na gut, der kennt mich jetzt nicht. Hey, you're alive. Aber zu meinem Glück. I thought you were dead. Make way, make way. Wow, der ist aber... All the way to Meridian, just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. This, we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone. Einfach das ganze Dorf ein. And you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Jawohl. Aber gleichzeitig... There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? Warum ich hier bin? Nee, ganz genau. Sagen wir erstmal, dass es uns leid tut wegen seiner ich hoffe, dass wir es sagen, deine Schwester. Ich habe mir das deine Schwester habe ich nie getroffen. Das ist Mist von dir. da können wir nicht voraussehen, was die sagt. Aber nehmen wir mal an, dass sie sagt, dass es uns leid tut. Wir haben sie nie kennengelernt. Ist scheinbar tot, deswegen haben sie die Stadt abgeriegelt und der hat eine Beförderung bekommen. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. Na, da kann man sich schon mal vorlaufen lassen. Ich habe auch jemanden verloren. Nein, das finde ich nie mit Herz. Also, hör auf, dich selbst zu mitleiden. Nee, das sage ich nicht. Es wird leichter. Ich hab das ein bisschen schwer gerade. Ich finde, es wird leichter. Warum sage ich dem, ich habe auch etwas verloren? Was bringt dem das in dem Moment? Give yourself some time. Ja, ich mach das. We'll find your footing. Not at the rate I've been drinking. And what would your sister have said about that? I know, you're right. I should expect more of myself. She always did. Also die richtige Einstellung. was? Ach. Ich meine, ohne dich keiner mehr nehmen. die wird der Shinlu noch richtig lange hochheben, dieser. Aber ich meine. Stimmt, das ist nach Punkten, ne? Aber wie ist nochmal der Befehl nach Stunden? Ich weiß nicht, ob der Priest of Krushak dann irgendwann rankommt. Aber ist richtig, ne? Mit den Punkten kann sich da was ändern. Je nachdem. Leute, streitet euch nicht. Ihr seid mir alle gleich. Wichtig. Ha, also gar nicht. Nee, Quatsch. Ihr habt alle einen besonderen Platz bei mir. A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions. Ich nehme doch an, dass das noch mitgekriegt hat. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you ja, mean? Ja, stimmt. Von Olin. The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. Ja, Olin sagt, aber mir die essentiellsten Infos vorenthalten. Was für Infos enthalte ich dir denn vor? Wir sind also alle gleich. Nein, alle gleich wichtig. Aber alle ganz auf die eigene Art besonders. Wir sind... I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend.
No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... Warum sollte er mir eigentlich direkt glauben? Understand, Aaron. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Oh. Here in Meridian. Da haben wir auf jeden Fall einen Anhaltspunkt. Take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. Kann das sein, dass der wirklich was für uns übrig hat, damit er uns als Fremde direkt glaubt, dass Olin, er hat selber gesagt, he's a friend, also er ist doch ein Freund, also er kennt ihn wahrscheinlich als Freund des Hofes, dass er uns prinzipiell das zulässt, ihn zu verdächtigen? Okay, okay. Come on. Naja, ja, woran, dass da auch der Alkohol ein bisschen mitspielt. So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. Wow. Also schon beeindruckend, die Stadt. Dem ist gerade alles egal, sagst du auch, ne? It's huge. Apparently they're letting anyone into the city these days. Guck mal, wer uns nicht in der Stadt haben will. Ich meine, als Aloy kennt er so ein Verhalten ja schon. Als Ausgestoßene war sie nie in Nora Städten wirklich willkommen. How long will Avad hide in his palace? Blood for blood. Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered. And her death unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! Ja, ab nach Hause mit euch! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Hat er gesagt, nee, die Wache hat ja gesagt, dass Ursa von... Oh, was ist das für ein Händler da? Bin gespannt, wie groß die Stadt hier noch ist. Oh wow, da sind noch eine Menge Händler hier. Spezialhändler, Geheimkisten, Händler, Jägerbedarf, verschiedene Sammelobjekte. Ah! Ich verstehe. Kann ich diese Sachen eintauschen vielleicht? Das wäre geil. Können wir mal gucken, was wir damit kriegen. So, zurück zu Olins Haus. Das heißt zurück, erstmal hin zu Olins Haus. Oh, that was... subtle. Here we are. Try not to break anything. Yep. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Ich nehme mal an, das war ein bisschen so ein Händler für den König. Ne, Alter, guckt euch mal an, was der für eine Booty hat. Was meinst du, warum er immer von dem Cam weggeht, wenn er was zu trinken holt? Ha! Was denkst du, was ich mir für trinken hole? Deswegen halte ich das hier immer gering. Ich ganz genau den Fokus mal aktivieren. Ist das hier die Elder Scrolls Rolle? Nein. Jetzt gehen wir mal den Teppich. Aha, untersuche den Teppich. Let's see what's underneath. Das wäre jetzt aber einfach, wenn einfach die Falltür ist oder eine Klappe. Ah! Hey, how did that get here? Question is, how to get through it? Without a key you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about that. Finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Meisterhaft gearbeitet und verstärkt. Ganz genau, richtig subtil. Deswegen lalle ich und verspreche ich mich die ganze Zeit auch so, wenn ich nüchtern bin. Nee, ich suche hier weiter. Ich werde schon noch was finden, Schlüssel oder so. Was haben wir denn hier? Familienporträt? Ah, tatsächlich, der hat ein Kind und eine Frau. Ah. Eine Witcher-Vision, wie passend. Das würde dann eben... Hör mal, nicht frech werden hier. Ist interessant eigentlich, weil prinzipiell Olin sehen wir jetzt ein bisschen als möglichen Feind an. Na gut, der hat natürlich auch noch eine Familie, ne? Oh! Können wir hier klettern? Jawollo! Aber irgendwie nicht zu früh, Freunde.
Could be just what I need. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist aber. Das ist aber opportun. Viel Talk, aber du. Looks big and heavy. Could do a lot of damage if it fell down. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Rede ich mit denen. Also, liebe Kinder, immer mit dem Rücken stemmen und drücken, niemals mit den Beinen. Und immer ruckartig. War natürlich umgekehrt gemeint. I did say not to break anything, didn't I? Das war schon so. Ich habe das so gefunden, als ich reinkam. Ups. Betritt den geheimen Raum. Bin mal gespannt, was wir da finden. Ja, überraschend, ne? So, wir gehen sofort in die Stadt und ohne weiteres können wir direkt da... Bin mal gespannt, was wir da dann finden. Ja. Kaputte Türen hier. Was für eine Spelunke. Und der Aaron scheint wirklich auf unserer Seite zu sein. See what's down there. Oh, den können wir da eine Menge fragen. Ja, warum nicht eigentlich? Warst du schon mal hier? Did Dolan ever invite you in? Nah, closest I got was a doorstep to help him home after a night out. We drank a river that night, but I hold it well. Usually. Vielleicht hätte Olin dann auch Leute nicht hier unbedingt reingelassen. Are you sure you're okay? I'm sober enough, all right? I don't need another lecture. That's not what I meant. I was talking about what happened outside with the crowd. I don't want to talk about that. We're here because of what you said about Olin, so do what you need to do. You said Olin has connections in the royal court. Does he know the Sun King personally? No. He served the court as a scout sometimes and sold ancient trinkets to nobles. But he never had an audience with the king. Okay, so gut verbunden ist er dafür nicht. And Olin's into something dark. Sun King Avad has nothing to do with it. I'd stake my life on that. Na? I'll look around. That's what we came for. Wenn Aaron da mal nicht selber falsch liegt. Bisschen hell hier mit der Beleuchtung, die sie haben. Untersuche Olins geheime Werkstatt. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Oh, wir können das sogar lesen. Ha! Buch, Pergament, steht da so, letztes Kapitel. Heute habe ich Adol gesehen und sie recht verraten. Nein. Oh, vierter Tag, jetzt bin ich ein Verräter und sehe... No way! Jetzt bin ich ein Verräter und sehe keinen Ausweg. Wenn ich zum Anfang zurückgehe, als sie mich umgedreht haben, gibt es da etwas, das ich übersehen habe? Nein, es gibt kein Entkommen. Wie soll mir das Schreiben da helfen? Naja, Schreiben soll ja Leuten wirklich helfen, mit dem Geschehenen fertig zu werden. Du hast mir dieses Notizbuch gegeben, als du mir das Schreiben beigebracht hast. Wen spricht er an? Nach all diesen Jahren riecht es immer noch nach dir, nach Lavendel und Asche aus der Schmiede. Lavendel und Asche? Das ist alles, was ich noch von dir habe. Schreib mir Nachrichten hinein, hast du damals gesagt. Teile deine Gedanken, trenne die Blätter heraus und schick sie mir, um zu zeigen, dass ich an dich denke. Aber ich habe es nie getan. Meine Hände sind so schmutzig für Pergament. Wie sehr ich mir wünsche, ich hätte dir den Gefallen getan. Wie gern ich es jetzt... Ich nehme mal an von der Frau, die vielleicht gestorben ist. Derselbe Traum, dein Haar im Licht des Schmiedefeuers, unser Sohn auf meinen Schultern, wir sind frei. Du drehst dich zu mir um und flüsterst, das ist ein Traum. Und die antworte, ja, ich weiß. Und dann wache ich auf, allein. Sogar wach ist mein Leben ein Traum, eine Lüge. Mein Verrat wird dir keine Freiheit verschaffen. Er verschafft uns nur Zeit. Aber jede Sekunde, die du lebst, die er lebt, wenn Verrat der Preis dafür ist, zahle ich ihn. Wer, die er lebt? Sein Kind? Ist das Kind vielleicht ein Kind der Verrat? Das ist, deutet ja immer ein bisschen auf, ach, wie nennt man das nochmal? Adultery. Oh mein Gott. Uneheliche Beziehung hin und so weiter. Jede Woche ruft mich das Gerät heimlich zu einer neuen Ausgrabungsstätte. Das Gerät. der Gerät. Wir arbeiten wie Getriebene, als ob es an uns liegt, den Boden der ganzen Welt umzugraben und die Zeit dafür knapp wird. Wir wühlen herum, um die Kadaver alter Dämonen zu finden. Alter Dämonen, sie wollen die Waffen. Es kann nicht anders sein. Welchem Elend helfe ich, auf diese Welt zu kommen? Ich trinke mit Erend und Ursa, aber auch das süße Gebräu kann ich den Geschmack der Schuld aus meinem Mund spülen. Jeden Tag betrüge ich sie durch mein Schweigen. Die Verbrecher beobachten alles durch das Gerät. Ich rechne
Hier seid damit das Örster mit mir in den Hals rammt, aber Feuer und Spucke, sie verdächtigt mich nicht. Ich muss ein besserer Lügner sein, als ich dachte. Unruhiger Schlaf die letzten drei Nächte. Ich musste an dieses Nora-Männchen, Mädchen denken. Warum soll sie getötet werden? Es muss an diesem Gerät liegen. Aber selbst wenn, was sollte sie schon für eine Bedrohung sein? Gibt's da vielleicht noch eine Nora, die eine Bedrohung ist? Spaß. Wir haben Explosionen und ferne Schreie aus dem Dorf gehört. Ich dachte, die Wilden würden uns die Schuld geben, uns angreifen. Ich habe es mir beinahe gewünscht, aber ihre Stammesmutter ließen uns ziehen. Wir flohen mit einer Kriegereskorte zur Grenze und überquerten sie am Tagturm. Jetzt soll ich zu einer Ausgrabung im Steinkranz gehen. Sie versprechen mir einen kurzen Blick auf dich, auf unseren Sohn. Ich hoffe so sehr, euch zu sehen. Leute, ich glaube, also kommen wir mit etwas mehr Betonung, bitte. Das nächste werde ich richtig schön betonen, Shinlu. Der Gerät. Meine Vermutung, diese Kultisten, glaube ich, haben sie sich mal genannt, haben seine Frau und Kind als Geisel. Ja, absolut. Stimme ich dir sowas von zu. Das ist hier eigentlich recht offensichtlich, dass mindestens das Kind, ich weiß nicht, ob die Frau eventuell noch lebt, aber auf jeden Fall, das Kind ist Geisel genommen und deswegen haben die, ich weiß nicht, warum ausgerechnet ihn? Warum ihn? Ausgewählt, vielleicht weil er das Gerät hat, das hätten sie ihn ja abnehmen können. Und mit dem Gerät kann er dann scheinbar Grabungsstätten finden, also dem Fokus, wo die nach Waffen suchen. Und jetzt sind sie wohl am Steinkranz. Gucken, ob wir Aaron fragen können, wo der Steinkranz ist. Und dann müssen wir den Olin da suchen. A map. The glyphs show places he visited. Do they? Können wir da ein bisschen nachempfinden, wo Meridian ist? Nee, kann ich nicht. Ich kann die Karten nicht lesen. Ich muss mich abschreiben. Eine Nachricht für Olin. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. Okay, für, um nochmal sozusagen alle Zweifel aus dem Weg zu räumen. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen? Ich weiß nicht, was ich machen würde. Man sagt ja, man würde alle machen. Alles machen, ne? Aber was würdet ihr machen? Nee, ernsthaft. Ist auf jeden Fall schon ein entschuldigender Umstand. Kein rechtfertigender, aber ein entschuldigender. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. So einfach ist es nicht, ne? How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Ich sollte gehen. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Ich werde deine Frage jetzt ignorieren, ne? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus. It's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you. Videotelefonie. Through Olin. Yep. Yes, so far as I can tell. Ja, dann sollte ich jetzt gehen. Ich nehme an, dann frage ich. Blackwag sagt, die Miliz rufen. Das ist eigentlich die nach Hause telefonieren. Prinzipiell. Also ich finde bisher, Miliz rufen ist bei mir auf Platz 1 von dem, was würdet ihr tun? Finde ich super, Blackwag. Klasse. Nee, ernsthaft. aber ich weiß nicht, ob die Miliz da helfen kann. Wenn ich so die Miliz aus Gothic 2, ob die da wirklich was macht. Max hatte mir in The Forest gezeigt. Alle aufessen. Finden und aufessen. Ja. Ich hab's von ihr gelernt. So, jetzt zurück zu Arendt. Wir müssen Olin finden. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen. Out of the way, Arendt. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You
came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Wo er recht hat. Look, wer sind wir? Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. Kann ich dem nicht direkt zustimmen? Mal ganz ehrlich, finde Olin bei der Ausgrabungsstätte, die Stadt der Sonne. Sind wir noch nicht fertig, die Quest? Wo ist eigentlich die Ausgrabungsstätte? Oh, da waren wir ja fast in der Nähe, alter Schwede. Wir waren hier, als wir die eine Kollegin befreut haben. Shinlu, da hat er dich aber, der Priest. Da bist du reingelaufen in die Falle. Prinzipiell. Oh, hier gibt's Nebenquests. Nee, aber mal ganz ehrlich, dem Kollegen helfen wir auf jeden Fall. Wer sind wir? Ihm, Rache? Gerechtigkeit? Ist das Gerechtigkeit? Nee, Antworten. Wer sind wir, ihm Antworten zu verwehren? Triff dich mit Aaron am Rotkampass. Auf der Karte zeigen. Oh. Die ist auch ganz im Norden. Naja, das führt also alles in dieselbe Richtung. Gucken wir uns erstmal vielleicht ein paar von den Nebenquests hier an. Aaron, tut mir leid um deine Schwester. Denk dran, ich war nie hier. So, zurück in die Stadt, Leute. Oh. Das war aber ein harscher Farbübergang. Der war ein bisschen heftig. Gucken wir mal, was wir hier so für Leute haben. Ah, die Sonne geht gerade auf. This place smells like nothing I've ever smelled before. Is that some kind of spice? Ja, natürlich. Wie geil. Ich meine, stell dir mal vor. You look capable. You might do. Come here if you will. Stell euch mal vor, ihr seid in so einem ganz fremden Gebiet auf einmal, was das für ein Kulturschock ist und für Aloy als Ausgestoßene, die eigentlich immer nur mit Rost gesprochen hat. Grata hat niemals eine Antwort gegeben und dann auf einmal in so einem, in so einem riesigen Gebiet. Ich kann hier nicht weiter rauszoomen, das stört mich gerade ziemlich, aber Leute, die mir häufiger zuschauen, wissen vor allem eins, und zwar, dass ich richtig weitläufige Gebiete liebe. In Spielen, das weicht mir richtig das Herz auf, Leute. Ne, das macht mir die Augen feucht. Und, boah, ist das weitläufig. Boah, und wie hammer das aussieht für so ein altes System. Und was ist das eigentlich bitte für ein Ding? Ich meine, das ist doch kein normales Baudings. So. Oh, und da unten, da geht's da so noch richtig weiter. Da unten ist jemand. Das sind dann Gärten unten. Haben sie da auch noch so. Ich meine, prinzipiell haben sie da Gegengewichte. Ich weiß nicht genau für was. Gehen wir mal ein bisschen zurück zu dem Händler, der uns eben angesprochen hat. Denk ich, Shinlu, das kannst du nicht herausfordern auf sowas. Da musst du euch was anderes anspielen. Hä? Handle mit wissbegieriger Pallas. Alright. What did you want to discuss? You're an Outlander, which is good. But a Nora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? Ooh, the ruins of the old one. Although some can be dangerous. Then you may have come across what I seek. In your travels, have you found strange vessels, emblazoned with symbols of the old ones? Ich glaube, der meint die alten Kaffeetassen. They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. If you bring me these vessels in sets of four, I will gladly trade what I have for them. Ah, vier brauche ich dafür. Okay. Ich finde das so lustig, ihr müsst das mal so in Tassen beschreiben. Ein hohles, zylindrisches Gefäß mit einem halbmondartigen Haft an der Seite. Weißt du? Ritual, ja komm, handeln. Yes, yes. Trade quickly. I have work to do. Ja. Banuk Reisen, der Gutschein. Ah, oh, verdammt, der braucht spezifische. Der nimmt nicht die in irgendwelche Kombinationen an. Ach man, der nimmt. Ist ja Wahnsinn. Nennt er es Banuk-Figuren?
Ja, komm, dann kaufe ich dem jetzt die Karten hier mal ab. Mit den Metallblumen. Mit den Banno-Figuren. Ach ne, die alten Gefäße sind da. Gefäße sind das. Ich, keine Ahnung, was ich hier gekauft habe. I will leave you to the hunt. Be sure to delve into the ruins. What do my tired eyes see? So, wie rufe ich jetzt die Karten auf? Werden die einfach hier angezeigt? Oh, wow, danke. Wow, ist ja noch nicht übersichtlich genug. Oh, wow, da habe ich eventuell... Zeigt der mir eigentlich auch die an, die ich... Der zeigt mir wahrscheinlich... Boah, das wäre richtig geil, wenn der mir die anzeigt, wenn ich die nicht gefunden habe. Oh. 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 Scheint so, als ob wir nochmal zurück in die alten Lande müssen, Leute. Da haben wir aber einiges übersehen. Ich schieb das jetzt prinzipiell jetzt mal auf euch. Nicht wahr? Guck mal, was dabei rauskommt. Benutzt den Filter! Schreit er. Wie, achso, Filter. Machen wir doch mal die... Was machen wir denn mal raus? Wie wär's mit den Lagerfeuern? Brutstätte will ich gerne. Jagdgebiete mache ich ebenfalls mal raus. Ich finde, das geht eigentlich auch schon. Woo! Das geht eigentlich erstmal, wenn ich reinzoome. Jo, Bärchen! Ich sag schon mal gute Nacht, falls ich einschlafen sollte. Guck so lange, wie ich kann. Bärchen, halt fest! Und für den Fall, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch, Bärchen. Hoffe, dass du am Donnerstag da bist. Viel Glück auf der Arbeit. Und vor allem, lass dich nicht von den Bettleuten beißen, ne? Wie immer. Dann macht er mir viel Shinlu. Tu es oder tu es nicht. So. A hunter, surely. Come, talk to me a moment. Wir haben das schon durchgekaut. Reden wir jetzt erstmal mit dem Typ, der hat ein blaues Fragezeichen. Sorry. Naja, das ist weder blau, sondern grün und weder hatte der das. So viel zum Thema. Hashtag fail. Bevor ich mit dem rede, gucke ich mal, was der Kollege hier hat. Was? Ausbeutungskisten. Ah, der handelt das gegen Zeugs. Blaugans. Banno Greis in der Kiste. Ich meine, prinzipiell haben wir... Ja, komm. Holen wir uns die mal. Wir haben ja diese Gutscheine. Mysteriöse Kiste. Da könnte alles drin sein in der mysteriösen Kiste. Da könnte sogar eine Kiste drin sein. Ja, wer kennt den? Blaugans-Kiste. Die Rubrik, um den Inhalt zu enthüllen. Das ist unbekannt. Ja, prinzipiell brauche ich dafür die leuchtendes Geflecht. Die Trophäen. Also kann ich wenigstens dafür damit noch was machen. Ich glaube, ich handle das später mal. Ich gehe erstmal zu all den Händlern hier. Wollen wir die nächsten. Hier ist hier der... Angst-Potter. Hier war der Haupteingang, ne? Hier ist der nächste Händler. Der prinzipiell Waffen, Rohstoffe. Eine Gratiskiste wieder. Nice. Outfits. Oh, wow, die sehen aber tatsächlich wieder anders aus. Ja, das ist dann wirklich die Frage, ne? Kaufe ich mir ein Outfit für alles? Die könnte ich mir sogar kaufen. Die Nora-Beschützerin, Dings hier. Fallenbrecherin? Ich meine, hat 30 Schutz gegen, Leute, was sagt ihr? Das entscheidet ihr jetzt im Stream. Soll ich mir jetzt schon die Nora-Beschützerin schwere Rüstung kaufen? Ich meine... 1000, die Scherben, die werde ich doch immer häufiger finden. Panzerwandererherz. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber ich sag mal so, schützt gegen den, nicht gegen Elementarschaden, aber gegen den normalen Schlagschaden. Und ich denke, den werde ich, nehme ich doch schon häufiger, oder nicht? Was haben wir hier sonst? Ja, okay, das wäre der Elementarschaden, könnte ich mir sogar auch leisten. Aber nicht, wenn ich mir die schwere Beschützerrobe leiste. Ja, und dann gibt es natürlich welche, die hier speziellen Schaden Widerstände haben, wie zum Beispiel die hat nur viele von den davon. Sicher, dass der Elementarschaden nicht sinnvoller ist? Bin ich leider überhaupt nicht sicher.
Was haben wir denn bei den Waffen? Ach ja, prinzipiell muss ich unbedingt mal die zusätzlichen Waffen noch kaufen, damit ich die wenigstens mal im Gepäck habe. Wollen wir da mal nicht zimperlich sein und kaufen wenigstens Kaja-Schleuder, Eis und Blitz und das Explosionsschaden. Da brauche ich wirklich zwei verschiedene für. Priest sagt, Elementarverteidigung kann ich mit dem Dings drauf machen. Ich kaufe mir auf jeden Fall mal einen Seilwerfer. Der scheint sinnvoll zu sein. Ich kaufe mir erstmal den Standard. Oh, klasse. Natürlich kann ich den erstmal nicht ausrüsten, weil ich überall voll bin. Stolpervoll, das ist ja der Tripcaster. Kaufe ich mir erstmal keinen neuen. Sehen, wenn er nicht getroffen wird, dann braucht er keine Rüstung. Also yes, no damage run. Sehr gut. Netter Versuch. Ich glaube, ich kaufe mir dann die Schleuder mit dem Eis und dem Blitz. Wobei hier die Sprengschleuder hört sich auch gut an, ne? So, jetzt fällt mir ein, jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr, um mir die Rüstung hier zu kaufen. Insofern Fail. Also, damit sind beide Varianten erstmal wieder. Sagen wir, auf der Sparflamme. So, da haben wir erstmal Nebenquests scheinbar. Komm, machen wir ein paar. Fragen wir jedenfalls, was er braucht. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. Den Ruf habe ich jetzt schon. My home and took my brother's sword. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. Das heißt, sie wussten, dass er das Schwert hatte. And scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Why would someone steal the sword? Es ist wertvoll, Familienandenken. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay. Ja, der war richtig geil an auch. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. Ah, okay. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy... Sunfall ist das Gefängnis, ne? So when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian and my family, for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Korrekt. Die Reichen berauben. Stufe 12. Ja, komm. Machen wir mal die erste Nebenquest hier im Meridian. Rede mit dem Diener. Optional. Wo steht er denn? Direkt hier. Okay, wenn er schon direkt hier steht, dann müsste ich ihm wirklich auf den Weg gehen. Witcher-Schwert, sagt Alex, dass das am Ende ist. Seine Stimme voller Emotionen, sein Gesicht dunkel, sagt Shinlo. Ja gut, das Gesicht haben sie vielleicht mit den Augen jetzt noch ein bisschen mehr machen können. My back was to the wall, you see. Wasn't expecting someone to crawl out the window. He ran past me, dressed in gray, clutching the sword. That's all I saw. By the sun, my heart nearly seized up. Ja, viel hat er jetzt nicht gewusst. Oh, da guck mal, es ist sogar eine Band. Ist schon mal nicht schlecht, die Lu. Okay, die Budia. So, wo können wir den jetzt mal. Müssen wir irgendwo spulen? Ah, okay, da. Oh. Muss ich da jetzt klettern? Von wo sehe ich das denn? Müsste ich da reinlaufen? Ah, okay, ich sehe. Nee, was? Ah, jetzt verstehe ich, weil der aus dem Fenster rausgesprungen ist. Ja, und da sieht man auch ein bisschen das Blut. Okay. Das ist aber nicht so wenig Blut, ne? Lol. Dafür brauchst du jetzt auch nicht unbedingt den Fokus. Mit dem spreche ich später. Oh, Feuerschlucker gibt's hier.
Still more blood. You like what I have for sale. The thief got cut pretty bad. Corruption. Oh, warte mal. Rede mit den Zeugen. Ja, Moment. You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Sun King Avad has named me an envoy to the Banu. I work on their behalf. Cooles Make-up. Looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. I'm especially interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them. Ich glaube nicht, dass ich eine davon jemals gesehen habe. Let's trade then. Ja genau, ich habe keine einzige Figur davon. Weiß auch nicht, was es da gibt. Ja gut, ich habe ja die Karten, das sollte dann funktionieren. Mehr über dich. Ja, warum nicht? You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes, I've been to Ben-Ur many times, and the Wirik chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. Das hört sich cool an. I see the appeal. Das die, I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call backward or savage. Also wie die Nora. Naja. Wir machen doch eh den 100% Run, Max. Shinlu, 100% confirmed. Nein, noch nicht. Das spricht ja sehr für Meridian. Auf der Straße liegen viele Blutlachen und keinen Juckts. Richtig, die sind es gewohnt. Wahrscheinlich, ne? Nein, das ist schon mal derselbe. Reden wir mit Katie. Did someone run past here, holding a sword? Sure did. He grabbed some linen off the stand here and took off down the stairs behind you. He was bleeding, so maybe he needed a binding. And yeah, also. Blast it! That was expensive cloth. I can't believe I paid for that thief's bandage. Ich werde ihm's ausrichten. Du kannst mir eine Rechnung für ihn mitgeben. Oh, was geht denn da los? Wo kommt der Gesang her? Ist aber so auffällig, wie sehr der Fokus an den Witcher-Visionen angelenkt ist. Ja, schon. Ich glaube aber nicht, dass Witcher da... Ich meine, in Witcher 2 gab es das auch schon, wo der Geralt sich ans Amulett gehalten hat, aber ich glaube nicht, das waren die ersten. Von abgesehen, ich finde, es gut umgesetzt. Bin gespannt, wofür diese Gegengewichte vor allem sein sollen. Haben die Fahrstühle gebaut? Ja, die Dame hier. Did you see anyone run through here? He would have been holding a sword. Yeah, almost crashed into me too. He ran down the parapet here and went down the lift. No way you'll catch him now. I didn't see a sword though. He wasn't carrying anything. Not a damn thing. Just ran like his ass was on fire. The thief must have ditched the sword. But where? Maybe he had help. That merchant stall would have been a convenient drop-off. Na, ne? Hat er es vielleicht irgendwo zwischen den Stoff versteckt? Und dann, wenn es sicher ist, wieder zurückzukehren. Der weiß, dass eh niemand bei der den Stoff kauft. Muss ich mir gleich angucken, den Clip. Alles kopiert, Witcher, alles. Ne, alle. Selbst Half-Life 1 hat Witcher kopiert. Fakt. Kann ich mal durch den Stoff gehen? It looks like the thief got away, but without the sword. I thought maybe he dropped it off somewhere. Like here, for instance. What? No. I had nothing to do with this. Sie ist der Dieb. I guess we'll see when I get the city guard to toss your stall and question your customers. Ja, nee, macht da keinen Sinn. Hold on. There's more to this. You've got a reputation for a shining light in the darkness, so I know you'll listen. You're right. The sword was passed to me, and I passed it on to someone else. It's going to be sold, but not for profit. The shards will go to people in need. You expect me to believe that? I can prove it. Meet my friends at the watermill in the lower village. They'll explain everything. If they don't convince you, come right back with the guards. I'm not going anywhere. It wouldn't matter if you did. I'd find you. But all right. I'll check out the watermill. Okay. Guess I should go to this watermill then to find out what's going on.
Na, dann gehen wir mal zur Wassermühle. Keine Ahnung, wo die Wassermühle ist. Hoffentlich können wir jetzt den Lift nehmen. Boah, der Mondlord ist der Alex schon. Wahnsinn, guck mal. Ernsthaft, der Paddy? Ich glaube, der hat mich auf Auto-Host. Kann das sein? Sonst hätte ich ja eine Notification bekommen. Ja, also sie meint also, für einen gemeinnützigen Zweck soll das sein. Naja, Aloy ist davon überzeugt, dass sie uns das jedenfalls mal anhören sollen. Sind wir hier schon? Sind wir im unteren Teil? Nee, wir sind doch nicht so weit runter. Wir sind immer noch im oberen Teil von den, von der Stadt. Wohin denn? Hier nach links? Ja, scheinbar. Bin mal gespannt. Unsere erste Fahrstuhlfahrt. Sasan, jetzt noch Dark Souls nachgemacht, als ich... Wo war denn Praise the Sun? Alter, ist das hier. Ach, du meinst mit den Lagerfeuern? Da haben wir das. Kommt der? Haben wir den richtig betätigt? Direkt in den Fahrstuhl kaputt machen und dann erstmal aus der Stadt abhauen. Hallo? Kommt der? Ja, das passt. Aber ja, ganz genau. Ich glaube auch, dass der mich auf Auto hast. Sag mal, der kommt noch, oder? Weil hier wird irgendwas lauter gerade. Muss ich aber lange warten. Dafür. Eine urtümliche... Ja, okay. Automatische Tore haben sie dafür dann natürlich. Kein Ding. Ist so. Boom. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, will ich sagen, technologisch wahrscheinlich fortgeschrittener als die Nora. Aber gut, die Nora, das ist ein Stamm, der sich von den Maschinen ganz ferngehalten hat. Weil die einfach noch denken, dass die, ja, die alten, die Metal Devils, die Metallteufel, sonst wiederkommen, dass es verboten ist. Oh, da sind wir schon mal unten angekommen. Wow. Kann ich nicht weiter rauszoomen? Geht das nicht irgendwie? Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen, wenn ich in der Stadt so rumlaufe. Das ist schon... Boah, alter Schwede. Was für eine Stadt. Die Nachricht, Street Dogs hat schon gereicht. Kommt wieder einen eigenen Text von hier. Warte mal, war hier nicht irgendwo ein was zum Speichern? Ah, der. Ich glaube, ich muss irgendwann mal Dark Souls spielen. Ich verstehe hier die Hälfte von den Anspielungen nicht. Rein zur Wassermühle. Wie viel Zeug hier rumliegt? Aber auch nur ein paar Metallscherben und Lore. Königliche Maislande. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht, dass wir nicht auf einmal was mitgehen lassen. Weiß man ja, wenn man so königlichen Mais nimmt. Da fehlen dann auf einmal gerne mal so ein paar Hände. Oh, ach, da hinten. Ja, komm, dann gehen wir durchs Wasser. Oh, ich glaube, ich hätte da anders springen sollen. Das sah nicht besonders schön aus. Hier haben wir aber auch Pflanzen, die wir looten könnten. Wenigstens mal den Medizinbeutel wieder auffüllen. Und es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die hier wachsen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt nachwachsen in dem Spiel hier. Ich bin bei Elite safe, wenn ich alle Daten verkauft habe. Das kommt jetzt ganz spät. Das heißt, du musst dir nur das Schiff nochmal neu kaufen. Richtig geil angelegt hier. Richtig geil. Hier am Wasser. Ich meine, klar, eine Stadt, wenn die richtig am Wasser angelegt ist, können sie Landwirtschaft betreiben. Gleichzeitig Handel. Sollte ich davor das Schiff verlieren, sind auch eventuell Wochen von Datenfutsch. Also kann auch gefährlich werden. Aber so hält ich wie in EVE Online ist es dann nicht. Also was passiert, wenn dein Schiff explodiert? Musst du dir ein neues kaufen oder bist du dann nur in so einem billigen Pott unterwegs? So, rein zu... So, die haben also das Schwert geklaut.
I was told to expect you, Aloy. I suppose you want answers. Well, it's not complicated. We collect valuable objects from people who don't need them, sell them for shards, and use the money to help the needy at Sunfall. Who exactly gets the shards at Sunfall? Not the bastards in the fortress. We use the shards to make sure the poor in Shadowside get to eat or bandage their wounds. They only went west because they had to. Trust me, I know. My wife was chained up with a bunch of servants and herded with them. Oh, nicht so gut. They starved to death, still bound together. I'm sorry. So am I. Ein Priest of Kushak sagt auch, die kopieren Robin Hood. Scheint ein bisschen so, ne? You mean you steal? If you want to call it that. From hogs who've had their turn at the trough for generations. Ravon didn't seem like a hog to me. He stinks just like the rest of them. Of wealth and contentment. While people beneath him suffer. Okay. Aber ist sein einziges Verbrechen dann prinzipiell, dass er Geld hat und deswegen sein Familienerbstück? Ich meine, der hat ja selber auch gesagt, ihm ist es egal, ob er will eigentlich gar nicht, ob die Leute hier bestraft werden. Er will einfach nur das Schwert wiederhaben. Naja, so einfach ist das nicht, ne? Kommt an, Versicherung bezahlen und gut ist oder back to Starterschiff. Ach so, also die Wahl hat man. Wie sind die Versicherungen? Kann man sich das leisten? Auch gut, dass du dich jetzt daran erinnert hast, eine Stunde später. Where is the sword now? Safe. I haven't sold it yet. Ja, was jetzt? Das ist eine gute Frage. What do you expect me to do now? Walk away? I was hoping you'd help us. They say you can track like a stalker. Well, my partner Nassan disappeared near the Branded Shore. He was bound for Sunfall, along with an entire shipment of food. If you found that, you'd be helping a lot of people. I'll consider it. But only if you return the sword to Ravon. I knew you were gonna say that. Fine, I'll return the damn blade. Nassan was supposed to meet his contact at an old campfire on the fork near the Branded Shore. Start looking there. But be careful. Lots of machines out there, and lots of Shadow Carja. And not the needy kind, but their tormentors. Die Schattenkarja, sind das die Kultisten? Couldn't imagine living anywhere. Geh zur Weggabelung. Lol. Alle Wegen führen in den Norden. Heftig, alter Schwede. Oh, da hinten ist eine Metallblume. Ja, die sind aber lustig drauf. Oder ist auch eine Metallblume. Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz einen Kroko jagen. Und dann gehe ich zurück in die Stadt, bevor ich... Kann ich ja nicht. Nee, ich kann nicht direkt... Und dann gehe ich mir eine andere Nebenquest hier holen. Scheint so, als ob ich für den Moment hier nicht weiterkomme. Das heißt, die wollen mich wieder in den Norden treiben. Was ich auch in Ordnung finde, die Quest ist jedenfalls nicht... Die Nebenquest hier, müsst ihr mir drauf achten. Das ist nicht so mal eben, geh dorthin und dort findest du das und dann ist das vorbei. Sondern das sind richtige, längere Cat-Questen. Cat-Questen? Quest-Ketten. Mein Gott. Okay, der Alkohol, der haut zu stark rein. Er hat schon mal den ADAC heute anrufen müssen in Elite. Hardy, little plant. You'll help. So, dann speichern wir mal. Dann holen wir uns eine neue Nebenquest. Ah, Schmetterlinge. Es war wunderschön, das Gebiet hier. Ich will vor allem mal meine neuen Waffen ausprobieren. Ja, in dem Tümpel sieht er schon so aus, als wären da... Ein paar von denen. Aber ich glaube, vorher müssen wir uns mal die Tragekapazität... Vergröße deinen Waffenbeutel, dann sollten wir mehrere Waffen gleichzeitig ausrüsten können. Jetzt fehlen mir mal Kaninchenknochen, natürlich. Gibt's hier Kaninchen in der Wüste? Sag mir nicht, dass es keine Kaninchen in der Wüste gibt. Es gibt Bienen, habe ich gerade eine gesehen. Ich glaube nicht, dass sie das Transcoding überlebt. Also, Inventar... Probieren wir mal ein paar Waffen hier aus. Das ist unsere Hauptwaffe, der Schattenbogen gerade. Den Kaja-Machtbogen brauchen wir gar nicht mehr ausgerüstet haben, oder? Hat er irgendwelche Vorteile, die wir nicht kennen? Nee, hat er eigentlich nicht. Hier wird man zum Kleintiermord richtig genötigt. Ja, ist aber in vielen Spielen eigentlich so, ne? Also die haben Elementarschaden, halt. Ich nehme an, damit kann ich die eventuell lahmlegen mit dem Blitzschaden. Und der... Okay, du hast natürlich...
sehr nützlich. Oh, ich kann ja gar nicht mehr Waffen auf einmal ausrüsten. So, blöd. Hm. Und dann will ich vielleicht auch mal den Seilwerfer versuchen.